Und ihr seht, heute habe ich einen Gast, und zwar ist heute der Klaus bei mir, Klaus Schulz von Linksbroker aus Berlin. Und wir unterhalten uns heute mal so ein bisschen über Entwicklungen im Brokerbereich. Was gibt's Neues? Wo geht's hin? Bleibt dran, spannendes Video. Wenn man heutzutage Finanzmagazine sich anschaut, dann gibt es immer dieses Stichwort Fintech. Also Firmen, die einfach aufgrund der Möglichkeiten, die die Technik heute bietet, die das Internet bietet, den etablierten Banken zum Beispiel große Konkurrenz machen. Seht ihr das bei euch in der Branche auch? Also im Broker-Business ist das auch was immer mehr kommt, dass einfach auch die Leute immer, dass die Kunden immer internetaffiner werden, dass immer mehr auf Smartphones wandert, auf Tablets und so weiter? Also ich denke, die Menschen werden immer mobiler. Das belegen generelle Zahlen. In Asien nutzen 70% der Menschen tatsächlich ihr Smartphone deutlich häufiger als den PC. Gegebenenfalls haben die Menschen gar keinen PC mehr. Der Laptop, der PC wird mehr zum Arbeiten genutzt, und wenn wir heute unterwegs sind, haben wir immer das Telefon dabei, aber den PC klappen wir gegebenenfalls am Arbeitsplatz oder nochmal am heimischen Schreibtisch auf. Das sehen wir schon. Trotzdem verliert der PC nicht an Relevanz. Das heißt, wenn man heute Angebote offerieren möchte, dann müssen die sowohl auf dem PC als auch auf dem Smartphone als auch auf dem Tablet tatsächlich stattfinden. Und ich denke, Fintechs gab es schon seit das Internet letztendlich etabliert wurde. Fintech ist letztendlich ein Modebegriff, der in den letzten 2 Jahren geprägt wurde und einfach nur Finanzen oder Technologie unterstützte Finanzdienstleistungen meint. Und ich denke, dass was wirklich wichtig ist und was auch die Fintechs zum großen Teil leisten und auch besser aktuell leisten als die etablierten Spieler, an vielen Stellen zumindest, ist tatsächlich, dass sie den Kunden mehr ins Zentrum stellen und die Nutzerbedürfnisse besser adressieren. Mhm. Die Bedienbarkeit von zum Beispiel Apps steht extrem im Zentrum. Es ist einfach, ein Konto zu eröffnen. Es ist einfach, eine Transaktion zwischen Freunden zu tätigen. Und ich denke, das ist eben das, was wir in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt in der Zukunft auch weiter sehen werden, dass der Nutzer und der Service für den Nutzer noch mehr in den Vordergrund rückt und rücken muss. Weil du gerade sagst, Service für den Nutzer, ihr habt ja zum Beispiel aber auch eine ganze Abteilung, die Kundenservice macht, obwohl man ja nutzt ja auch als Plattform die Trader Workstation, die TWS, die ja wirklich sehr, sehr gut ist, das muss man einfach sagen, aber natürlich auch nicht ganz einfach ist. Ne? Also das ist so, ja, schon ein Teil, mit dem man sich ein bisschen beschäftigen muss, aber dieser persönliche Service, also dass man anrufen kann, dass man mit einem Kundenberater sprechen kann, nimmt das ab oder merkst du sogar, ja, im Gegenteil, es wird sogar ein bisschen mehr jetzt wieder nachgefragt? Ich denke, persönlicher Service auf einem hohen Level wird immer nachgefragt werden, und ich sehe tendenziell eher mehr Menschen diesen persönlichen Service in Anspruch nehmen, als dass es weniger wird, denn die Komplexität von der TWS ist natürlich gegeben, und wir bieten Dinge wie eine persönliche Einführung, wir schalten uns auf den Rechner vom Kunden zu, wenn er sich das wünscht, und führen ihn da durch. Und ich denke, das ist letztendlich auch das, was den Unterschied ausmacht. Ihr seid, glaube ich, BaFin reguliert, also von der deutschen Finanzaufsicht. Ja. Jetzt gibt es aber nach wie vor viele Broker, gerade jetzt auch im Forex-Bereich oder eben binäre Optionen, das Thema wollen wir gar nicht weiter ausbauen, aber die ja zum Beispiel jetzt auf Malta irgendwie registriert sind oder auf Zypern, und die ja per se aber damit eine europäische Zulassung haben. So, gibt es denn wirklich diese riesengroßen Unterschiede, dass du sagst, ich bin jetzt hier, wenn ihr könnt es ja von der Aufwandseite her mal vergleichen, wenn ihr sagt, ihr lasst euch von der BaFin regulieren oder ihr würdet sagen, ach komm, wir gehen nach Malta und machen es da auf. Was wäre denn für euch als Firma der Vorteil zu sagen, ich gehe nach Malta? Es ist ein Thema der Glaubwürdigkeit und auch der Ernsthaftigkeit, wie man den Kunden gegenübertritt. Die deutsche Regulierung ist ja genau, und ich denke auch, dass das durchaus seine Berechtigung hat. Letztendlich steht im Zentrum der Schutz des Anlegers, und ob das eine zypriotische Aufsichtsbehörde
genauso in Deutschland gewährleisten kann wie die lokale Aufsichtsbehörde, das wage ich zu bezweifeln. Mhm. Ich denke, dass es an der Stelle für die Qualität eines Brokers spricht, wenn er sich im Heimatland, in dem er den Kunden anspricht, auch der lokalen Regulierung unterwirft und dementsprechend auch tatsächlich kontrolliert wird. Eigentlich ist es ja auch schizophren, wenn man sich überlegt, dass jeder weiß, dass er sagt, naja gut, da unten in Malta, da werden viele Sachen, oder in Zypern oder auch in Griechenland oder sonst irgendwo, da werden viele Sachen nicht so genau genommen, aber mein Geld schicke ich dann doch darunter irgendwo. Eigentlich so ein bisschen verrückt und entspricht ja eigentlich auch nicht so dem Sicherheitsdenken, was die meisten Deutschen so haben. Vermute ich, ja. Okay. Wir haben ja mittlerweile ein Umfeld, dass wenn wir, selbst bei kleineren Sparkassen, wirst du mittlerweile als Sparer, als Anleger bedroht von Negativzinsen. Das heißt, es kann passieren, du gibst Geld zu deiner Bank und bekommst weniger zurück. Nicht aufgrund von irgendwelchen Handelsergebnissen, sondern einfach, weil du mit Negativzinsen beladen wirst. Merkt ihr, dass da auch der ja doch etwas konservative Deutsche so langsam ein bisschen umschwenkt und sagt, hey, ich muss mich vielleicht doch ein bisschen um mein Geld kümmern, ich kann es nicht einfach nur aufs Sparbuch legen, wo es nichts mehr bringt, wo es vielleicht sogar negativ verzinst wird. Ich muss einfach mehr hin in Richtung, egal was es jetzt ist, aber irgendwie Investment, um da einfach eine Rendite zu erwirtschaften. Ich glaube, im Umfeld der Nullzins- oder Niedrigzinspolitik gibt es tatsächlich einen Druck in Richtung Anlagealternativen. Wir sehen das an den Immobilienpreisentwicklungen. Viele Anleger sind in Immobilien gegangen, aber auch alternativ haben sie den Weg zur Börse gefunden. Mhm. Ich denke, dass uns das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich mehr begleiten wird und dass das Thema beispielsweise gute Dividendentitel, aber auch eigenverantwortliche Anlage deutlich mehr ins Zentrum des Finanzbewusstseins der Menschen in Deutschland. Also es ist für im Grunde für jeden, der sich mit Trading, mit Investment beschäftigt, eigentlich eine gute Situation, weil man eben auch merkt, dass die Leute was machen müssen und weil damit natürlich auch das Wissen sich ja verbreitert. Letzter Punkt, außerhalb der Börse, nämlich du bist ja aus Berlin, oder beziehungsweise du kommst ja aus Berlin, du bist nicht übrigens in Berlin geboren, aber du wohnst jetzt in Berlin und wir haben uns vorhin unterhalten über den Immobilienboom, den es ja auch in Berlin gibt. Siehst du da ganz persönlich vor Ort, dass man mittlerweile da auch schon so ein ganz klein wenig, gerade in solchen extremen Ballungszentren, wie Berlin es ja jetzt ist, von ein bisschen so einer Blasenbildung sprechen kann? Also gibt es da so Anzeichen, wo du sagst, da merkt man schon, dass da vieles gerade heiß läuft? Ob wir von der Blasenbildung sprechen können, das weiß ich nicht. Ich denke aber, dass die Rentabilität von vielen Immobilienprojekten tatsächlich aktuell unterdurchschnittlich ist. Und wenn man bedenkt, wie lang letztendlich das Geld in einer Immobilie gebunden sein kann oder gebunden sein wird, fixieren heute einige Anleger Zinsen, die im Hinblick auf 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre Laufzeit meines Erachtens sehr unattraktiv sind. Ich kann nicht pauschal sagen, dass es eine Blase gibt. Ich denke, dass man sehr genau beurteilen muss, ob die Rendite bei bestimmten Objekten passt oder nicht. Also das heißt, hätten wir beide vor 10 Jahren in Berlin was gekauft, wäre das eine deutlich bessere Idee, als das heute zu tun? Tendenziell schon, ja. Okay, alles klar. Lieber Klaus, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du bei uns warst. Und ich denke, ihr werdet noch einiges auch von uns gemeinsam mit Linksbroker in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren sehen. Bleibt uns gewogen hier auf diesem Kanal. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt das wie immer in die Kommentare und dann sehen wir uns demnächst wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, Servus, macht's gut. Bye, bye.